und willkommen bei einer weiteren Runde Minecraft hier im Let's Play. Und abermals bin ich nicht alleine, sondern heute ist dabei... Hallo, hier ist Trash Tasmani. Ich bin auch dabei, heute mal. Hui! Hui! Die Trash macht ja sonst immer so Adventure-Gezuppel. Kann ich das so nennen? Adventure-Gezuppel? Ja, darfst du. Okay, okay. Man muss mal gucken, dass man dich auch hört. Sprich ja, mal. So? Ja, ich glaube, das ist ganz gut. Ach, super. So, jetzt müssen wir mal gucken. Guck mal, da geht dir ja gleich die Framerate in die Knie. Wenn du hier mit am Start bist. Ich glaube, der Rechner überhitzt einfach gerade. Oh. So, jetzt geht's aber wieder. Jetzt hat er sich gefangen. Tut mir leid. Ja. War wohl doch nicht so. Na gut, kann ich mitleben, okay. Ja. Ja, die Frage ist natürlich, was basteln wir denn heute eigentlich Schönes? Das ist eine sehr gute Frage. Vielleicht ein Penis aus Dreck? Ich muss mal weg. Okay. So, bitteschön. Nein. Jetzt reicht's mir aber. Nein. Jetzt reicht's mir aber. Mit den elenden Kommentaren auch ständig. So, pass mal auf. Ich mach das jetzt mal in Originalgröße. So. Ist jetzt deiner oder wie? Ja, vor allen Dingen von der Färbung her ist es auf jeden Fall. Super. Ich dreh dich mal ein bisschen lauter, glaube ich. Ja. Warte. Quatsch mal. So, jetzt ist der Penis aus Dreck endlich da. So. Ja, endlich haben wir ihn. Ich lasse den jetzt mal für mindestens eine Folge da stehen. Oder weißt du, was ich jetzt noch mache? Habe ich denn noch... Ich muss mal ganz kurz was gucken. Ja, wie geht's dir denn heute eigentlich an diesem wunderschönen Tag? Super geht's mir. Ich habe den ganzen Tag heute Assi-Fernsehen geguckt. Es war fantastisch. Was lief denn im Assi-Fernsehen? Es liefen Privatdetektive... Irgendwie Torados, ach, die, die Trovados. Ja, genau. Ach, die kennst du? Ja, die ich bin im Trovado-Fanclub. Ach so. Mhm. Seitdem der Lenzen nicht mehr läuft. Ah, nee, der hat jetzt auch eine eigene Serie, ne? Das weiß ich nicht. Lenzen ist nicht so meins. Aus irgendeinem Grund, ich weiß gar nicht warum. Nee, der Lenzen ist doch super. Dann hockt da immer einer im Gebüsch und dann, weißt du, die hängen da so einen Zweig vor die Kamera und dann kommt immer die Spur für zu einer Prostituierten. Das ist Ingo Lenzen, Partner, und so ein Typ mit seiner Stimme. Ich glaube, dass sie ja da irgendwo hingegangen sind. Du wolltest doch auch immer so einen Ingo Lenzen Bart haben, oder? Boah, das wäre voll schön, aber ich hab keine Bartwichse. Aber also das heißt so, ne? Nicht, dass du jetzt denkst hier wegen dem hier. Nee, nee, Bartwichse, ist klar. So. So, das ist jetzt die, Es ist wunderschön. Vielleicht sollte ich auch hier mal und da mal. So. Bisschen Schreckbehaarung. Und damit das auch wächst, wollen wir natürlich hier auch nochmal. Ach, da kann ich nichts anbringen. Natürlich nicht. So, wir hauen den später einfach wieder weg. Der ist jetzt nur für dich. Dankeschön. Das freut mich sehr. Damit du hier auch immer schön motiviert bei der Sache bist, Mädchen. Mädchen. So. Jetzt ist aber die Frage trotzdem noch: Was bauen wir denn? Wir haben jetzt schon 3,5 Minuten, haben wir jetzt schon verplempert. Ja, was bauen wir? Was hast du noch so vor? Ich passe dich nochmal ganz kurz lautstärketechnisch an. Ich warte mal ganz kurz. Sekunde, ich muss mal eben was schauen. Hm. Man kann ja zum Beispiel... Ach komm, wir machen das mal einfach so. Das ist gut, ja. So machen wir das. Genau. Ein Häuschen, ein weiteres. Oder wollen wir vielleicht lieber erstmal das komische Ding hier zu Ende machen? Ja, machst du das erstmal fertig und dann... Muss ja auch mal was gemacht werden, nicht immer nur halbfertige Häuser hier stehen haben. Was soll das denn heißen? Ja, weißt du. Willst du das jetzt kritisieren, oder? Nee, auf gar keinen Fall. Das Problem ist aber, wenn wir das jetzt fertig machen, dann brauchen wir auf jeden Fall nochmal, Na, was brauchen wir dann noch? Was du hast ja aufgepasst. Ich hab aufgepasst. Ich hab ja auch, so wie der Herr DK, alle 5 Folgen gesehen. Mhm, natürlich. Richtig. Ja. Okay. Ja, was brauchen wir denn? Ja, das frage ich dich, was wir brauchen. Das weiß ich nicht. Auf jeden Fall, aua, Geduld, wie es aussieht. Und jetzt würde ich sagen, haben wir denn, wir brauchen Schaufeln. Schaufeln brauchen wir. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite brauchen wir natürlich was? Ja, das vor allem. Also wenn wir schon eine Schaufel haben, dann... Du bist ja auch hochmotiviert gerade, ich merke das schon. Ich bin super motiviert, ja klar, ich habe voll Bock auf die Aufnahme, natürlich. Ja, natürlich. Ja.
fühlt sich jetzt ein bisschen überrumpelt gerade. Nee, nee, passt schon. Okay. Es ist nur so, das ist so ungewohnt für mich, dass ich hier so schreien muss und dass ich mich selbst höre. Ach ja, das stimmt, das verwirrt einen beim ersten Mal so ein bisschen, ja. dass man sich selber so ein bisschen monitort quasi bei der Aufnahme. Aber wir können natürlich auch so reden. Nee, du, lass mal. Da müssen wir ganz nah ans Mikrofon ran. So vielleicht? Ja, das ist schon gut. Okay, dann sollten wir weiterhin so reden. Gut, sieh mal, die Sonne geht auf. Es wird ein romantischer Tag. Wie schön. Ach ja. Fantastisch. Warum huppelt denn der so komisch? Ich weiß nicht. Das sieht jetzt im Zusammenhang falsch aus. Also ich schwimme gerade, ne? Nicht, dass du denkst, dass ich hier... Nee, du schwimmst gerade. Fische malträtiere oder so. Wo schwimmst du denn eigentlich hin? Ich schwimme hinfort, in die Ferne. Ah. Dem Horizont entgegen. Es wird eine weite Reise werden. Und ich hoffe, du bist bereit dafür. Auf jeden Fall. Sei mit dabei. Du musst sie alle fangen. Die? Weiß nicht, Pokémon. Pokémon, ach so. Mehr weiß ich da auch nicht. So, okay, ich hoffe, wir sind gleich da. Ich hätte vielleicht doch ein Bötchen bauen sollen. Ich suche nämlich gerade Lehm. Ah, okay. Es wäre ganz famos, wenn wir noch ein wenig mehr Lehm unser eigen nennen könnten. Dann können wir das eine Häuschen fertig bauen und uns sogleich an ein anderes machen vielleicht. Verstehst du? Verstehe ich, ja. Aber das Häuschen muss wirklich mal fertig werden, doch. Ja, ich bemühe mich ja schon. Dauert auch nur 10 Jahre, bis wir irgendwo angekommen sind. Ich gehe jetzt mal einfach an Land und ärgere mich darüber, dass ich keinen Kompass mitgenommen habe. Ach, die Musik ist so schön. Ja, ne? Die du hier gerade live einspielst auf deiner Harfe. Ich glaube, ich kenne mich ja normalerweise mit Gaming-Musik, mit Soundtracks nicht so aus. Ja. Aber ich würde behaupten, das ist Final Fantasy. Ich glaube, da liegst du hundertprozentig richtig. Final Fantasy 10 eventuell? Das weiß ich nicht so genau, aber ich bin sicher, Herr DK könnte es jetzt bestätigen. Aber leider ist er ja von uns gegangen. Ja. Eine Schweigeminute für Herrn DK. So, Minute vorbei. Ist ja alles Zeitraffer in Minecraft. Also er ist natürlich nur fürs Let's Play von uns gegangen. In Wahrheit wird er weiterhin geknechtet in den Kellern der Playmassive GmbH. Wird mal ordentlich durchgeknechtet, quasi. Genau. So ist das in der Playmassive GmbH. Ja, ich glaube, er wollte das aber auch so. Meinst du, der wollte das? Ja, der DK ist ein kleiner Knechter. Hm. Also geknechtet Werder. Vielleicht beides. Ja. So, ich weiß gar nicht, wo ich hinlaufe gerade. Ich wollte eigentlich am Wasser bleiben. Aber du lenkst mich ein bisschen ab gerade. Ich mach gar nichts. Ich sitze hier einfach nur, starre auf den Bildschirm und warte, dass du Lehm findest. Also du lenkst mich ab, ne? Mit NK, nicht mit CK. Muss ich nochmal ganz kurz erwähnen. Mhm. Ich glaube, das ist wichtig. So. Hier ist ein Sumpf. Ein Sumpf. Ich glaube, hier wohnt Gargamel irgendwo. Gargamel? Wohnte der im Sumpf? Wohnte der nicht in einem Sumpf, der Gargamel? Ich weiß das gar nicht. Wohnte der nicht in einem Turm? Kennst du eigentlich Lady Gargamel? Das ist so eine Transe aus dem Schlumpfendorf. Lady Gargamel. Lady Gargamel. Die hat so einen Remix gemacht von Greensleeves. Das kenne ich doch irgendwoher. Ja, ich weiß gar nicht woher. So, warte, jetzt gehe ich hier mal. Hier habe ich doch. Ich habe doch gerade. Habe ich nicht? Habe ich? Ich habe doch gerade. Ist Hast das Leben? Grade? Nee, es ist Erde. Super. Aber wo sind wir denn hier? Der hier ist ja irgendwie geil. Boah, cool ist es hier. Bis auf die scheiß Klippe da ist es hier echt wunderschön. Also da ist es echt schön, so links. Hier ja nicht so. Nee. Höhlenforschung legen wir, glaube ich, erstmal ad acta. Hä, was? Acta wurde doch abgelehnt. So. Oh Mann, ich will mit der Schaufel wieder ein paar Schafe spanken. Das geht leider nicht mehr. Ja, es tut mir leid. So. Wieso? Für die Schafe. Nee, die wollten das doch. Nee, ich glaub nicht. Ja klar, die waren ganz scharf darauf. Mist. Also eine Menge Wasser und schöne Dinger hier, aber keine Dingens. Lehm. Und ich habe ein bisschen das Gefühl, wenn wir hier noch weiterlaufen, ich glaube schon jetzt, dass wir nicht mehr zurückfinden werden. Das könnte gut sein, ja. Verdammt, aber schön ist es hier. Schön. Einfach schön. Wundervoll.
So, was machst du denn die ganze Zeit eigentlich so? Ich? Ja, nichts. Ich sitze hier und... Hast du denn Themen vorbereitet? Ich habe dich ja gebeten, direkt mehrere Themen vorzubereiten. Ja. Das habe ich natürlich getan. Ja. Und wie wär's denn mit dem Thema... der Livestream. Ach, gestern. Der Livestream. Ja, Mensch. Ach, das wie war wär's ja, denn? Es kommt mir vor, als wär's gestern gewesen. Ja. Ich wollte jetzt auch gerade Kühe schlachten, um Fleisch zu holen. Aus Gewohnheit gestern noch vom Livestream. Es war sehr aufregend, möchte ich mal sagen. Man war ja schon ein bisschen hippelig. Weil das war ja so das erste Mal und so. Und wie das dann so ist, war man natürlich ein bisschen... Aber war sehr cool, glaube ich. Über 80.000 Zuschauer beim Stream. Das ist der Hammer, echt. Ja, ich glaube, es wurde auch ein bisschen gefeiert. Und ich glaube, wir haben auch der Milch zugesprochen. Auch ein bisschen gefeiert. Ja, ich glaube, ich war sogar wagemutig. Ich habe, glaube ich, sogar Nesquik gehabt. Oh, tatsächlich. Zumindest kam ich mir hinterher ein bisschen so vor. Boah, dann hatte ich den ganzen Tag nichts gegessen und saß dann die ganze Zeit im Stream und konnte die ganze Zeit nur an Essen denken. Vor allen Dingen, weil es im Stream dann auch um Essen ging, weil wir ja nichts zu fressen hatten und dann... Also wie immer beim Stream eigentlich, ich denke immer nur an Essen. Ach, guck mal, da ist auch voll schön, ne? Was esst ihr denn am liebsten? Schreibt's doch mal in die Kommentare. Hey! Boah, was sind das für geile Gegenden hier eigentlich, sag mal. Hier ist richtig schön. Da legst du die nieder. Ja. Boah, cool. Ich würde am liebsten wiederkommen. Lehm! Juhu! Endlich. Boah, dauert auch noch 10 Jahre, bis man da mal was findet. Das Problem, was wir aber haben... Ich glaube, einerseits ist die Musik zu laut, aber ich glaube, das ist okay. Aber andererseits werden wir natürlich überhaupt nicht mehr zurückfinden. Ich hoffe, das weißt du, ne? Das weiß ich, ja. Dann müssen wir wohl oder übel doch da bleiben. Warum bist du eigentlich so leise? Bin ich so leise? Ja, du kommst mir leise echt? Vor. Ja, ich muss hier so schreien. Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Na, super. Jetzt wollte ich gerade gucken, ob das Lehm ist, aber das ist, glaube ich, auch nur Erde. Hier ist noch ein Kleckschen Lehm. Na. Boah, ich kann überhaupt nicht schwimmen. Ich treibe ja nur auf dem Wasser wie ein fettes Walross. Als hätte ich eine Rolle bei den Trovados, oder wie die heißen. Das fette Walross von den Trovados. Na, die haben doch auch mal diese Sozialfälle, die da irgendwas wollen, ne? Ja, heute war aber irgendwie, da war so ein junger Unternehmer, der war gerade 18 oder so. Mhm. Und hatte eine Affäre mit einer Frau vom reichen Typen, die ihm dann Geld gegeben hat. Und im Endeffekt, ja, mussten die Trovados... ihm hinterher spionieren und ja. Wow, ey, das hört sich so spannend an. Es war super, ja. Das ist ja richtig mitreißend, ja. Wie du das gerade erzählst. Ich muss mich erstmal ein bisschen beruhigen jetzt. Ja, war schon spannend, also. Boah, das glaube ich. Ich würde ja mal ein bisschen was bauen, aber ich glaube, dann werde ich in der Luft zerrissen, wenn ich das wage. Also, wenn du da jetzt nichts baust, solltest du da aber auf jeden Fall später nochmal hin. Das würde ich ja gerne machen. Aber ich habe fast das Gefühl, wir werden ja gar nicht mehr hinfinden. Es sei denn, du hast dir den Weg gemerkt, natürlich. Natürlich, klar. Ach super. Den habe ich mir gemerkt, ja. Dann komme ich da einfach auf dich zurück. Genau. So, pass auf. Jetzt hier. Guck mal, wie das hier abgeht. Lehmtechnisch auch. Alter, das sieht ja richtig gut aus. Da saufe ich vor Freude gleich ab. Moment. Au. 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 Nee, doch nicht. So, ich hoffe, das reicht. Nee, das wird mit Sicherheit auch nicht reichen. So, jetzt wieder. Ach, guck mal, da habe ich ein paar Popel vergessen. Die hole ich mir natürlich gleich. Wieso erinnern mich diese komischen Lehmpöppel eigentlich immer an die X-Men? Nee, waren das die X-Men? X-Men? Nee, die Fantastischen Vier. Der eine Typ von den Fantastischen Vier. Wie heißt der nochmal? Keine Ahnung. Wie? Das musst du doch wissen. Nee, du bist doch so ein Nerd. Ja, total. Kenne ja, ich klar. Mich super gut mit aus. Ja, wie? Nee, echt, hab ich nie gesehen. Kenn ich nicht. Du bist doch LPerin, du bist doch eine Nerdine. Ja, so ein bisschen vielleicht. Wirst du eigentlich oft angebaggert oder so? Was ist das denn jetzt für eine Frage? Also von mir meine ich jetzt. Ach hier so, während ja, der Sendung. Ja, von dir ständig. Okay. Dann ist so in Ordnung. Habe ich alles richtig gemacht. So, wo sind denn die Pöppel? Ach, da.
Nee, aber so. Nochmal wegen dem Anbaggern. Also ja. Ich kriege gar nicht so viele Nachrichten mit Heiratsanträgen. Das ist ja enttäuschend. Das ist wirklich sehr enttäuschend. Du musst einfach mehr Nackt-LPen und auch öfter darauf hinweisen, dass du es tust. Ja, weil ich tue es ja. Also natürlich. Ja. Vielleicht sollte ich das in meinen Videos mal sagen. Mach doch einfach mal. Ich mach das ständig. Auch heute sitze ich wieder ohne Schlüpfer hier vom Rechner. Das weißt du natürlich. Ich sehe es ja. Ich sehe es. Das ist auch nicht meine Hand auf der Maus. Was? Was? Nee, ich habe nichts gesagt. So, da sind wir schon wieder immer bei LPTs. Ich weiß auch nicht, was das ist. Schlimm, schlimm. Einer wird immer pervers und das bist du. Ich, genau, ja. Natürlich. So, warte, ich räume dann hier nochmal voll ab.